Ja, hi Pyrrhus und herzlich willkommen zu Knallspaß Extrem zu einer weiteren Folge. Und heute haben wir auch wesentlich mehr Artikel als in den anderen Folgen, glaube ich. Zumindest auf jeden Fall sehr, sehr viele geile neue Sachen, die halt auch jetzt erst rausgekommen sind. Und ja, richtig, richtig cool. Also, ich kann mal die einzelnen Artikel schon mal vorstellen, die wir in dieser Folge zünden werden. Und zwar haben wir am Start vom Brückhoff die Dynamite, sind 5 Stück in der Verpackung drin. Zu dem Artikel kann ich nichts sagen, weil ich sie halt noch nicht gezündet habe, wie eigentlich so vielen, die hier vor euch liegen jetzt. Dann haben wir von Di Blasio Elio Cobra 3 BP4 in der Schwarzpulver-Variante. Auch sehr interessant, habe ich auch noch nicht gesehen, finde ich auch sehr, sehr cool. Dann gibt es jetzt von Firewand and the King. Ja, der hat halt einen Vorbrenner, The King 2.0. Auch da bin ich mal interessant, wie die dann noch sind halt mit dem Vorbrenner. Coolen, coolen Artikel auf jeden Fall, den wir zünden werden, ist von Kipola, der Tricktrack. Oben ist so ein Knallfrosch drauf und unten hängt ein Knallkörper dran. Also die sind richtig cool, weil davon habe ich schon ein paar gezündet und die kann man echt empfehlen. Die machen Spaß. So, dann geht's weiter mit Pyrotrade Viper 3. Kennen vielleicht viele von euch schon. Die, die ihn nicht kennen, sollten auf jeden Fall mal zugreifen, weil es ein relativ cooler Knallartikel, wie ich finde. Wir zünden aber hier auch in dieser Folge noch mal eine ganze Packung. So, dann neu am Start, auch von Cobra, von Di Blasio Elio. Cobra 3R ist ein Reihkopfknaller. Ist auch natürlich wieder als Schwarzpulver-Variante halt für den deutschen Markt konzeptioniert worden. So, jetzt schauen wir mal, so sieht das Ganze aus. Hier vorne ist der Reibkopf, relativ großzügig. Die haben auf jeden Fall von der Verarbeitung her schon mal einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Und da werden wir auf jeden Fall gleich auch die ganze Packung zünden. Weiterer Artikel, auch von Di Blasio Elio, Black Cobra. So sieht die Packung aus. Da sind relativ viele drin von den kleinen Dingen. Ist auch ein Reibkopfknaller. So sieht der Ganze aus. Sind, glaube ich, 50 Stück in so einer Packung drin. Ich glaube, knapp 10 Euro finde ich erstmal so ganz okay vom Preis her schon mal. Die werden wir auch zünden. So, dann haben wir am Start, darf nicht fehlen, von Funke die neuen China Böller D. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch Paket Leslie Vipers. Das ist jetzt nicht so der krasseste Knallartikel, aber ich finde, für zwischendurch sind die auch ganz okay. Schaut mal rein jetzt in das Testvideo und macht euch selber ein Bild davon. So, und für diese Folge habe ich mir auf jeden Fall auch noch ein paar Bombenröhrchen ausgesucht, und zwar, wo ich denke, die sind richtig empfehlenswert. Klar, der Klassiker vorweg, die Nico Flashbangs. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein ganzes Paket entzünden. Die dürfen nicht fehlen. Dann mein Favorit eigentlich, muss ich mal so sagen, das sind die Thunder Kong Smokes halt, die Bombenröhrchen, Thunder King Bombenröhrchen, genau so heißen sie. Richtig, richtig cool, sind von Jorges, ein 1-3G-Artikel, also die werdet ihr nur im Fachhandel bekommen, weil im Onlinehandel darf man sie nicht versenden, aber ist richtig, richtig gut. Und dann habe ich noch von Weco auch einen sehr coolen Artikel, und zwar die Weco Flashing Thunder. Die finde ich eigentlich auch sehr, sehr geil, weil die auch einen sehr fetten Knall haben. Auch die möchte ich in dieser Folge mal präsentieren. Und wenn ihr halt eine Anregung braucht, für was ihr am nächsten Silvester an Knallartikeln braucht, finde ich, ist das schon mal eine ganz gute Ansage, dieses Video, weil da auch relativ viele aktuelle Sachen bei sind. Und ihr solltet auf jeden Fall mal reinschauen. Wir werden jetzt auf jeden Fall alle einzelnen Artikel testen und ich würde mich freuen, wenn euch das Ganze gefällt. Und wenn es euch gefällt, dann lasst doch mal einen Kommentar da oder ein Like oder ein Abo, wäre natürlich richtig cool. Und sonst bis demnächst bei PyroCheck. Gleich hinterher, ne? Jo. Explode-Kanonenschläge. Die waren okay.
Und nochmal vier Brückhoff Dynamite. Feuer, ich meine, okay. Wir fangen an mit den schwarzen, ne? Cobra 3 BP4 schwarz. Lange Lunte, nicht ohne Grund. Ja. Du hast nur noch einen. Ich hab noch einen, ne? Ja, warum? Weiß ich auch nicht. Ja. Leslie Viper Kranz Attacke. Jo, 1A, perfekt. Katan, Böller D. So, jetzt kommen gleich die Superböller hinterher. Ja, der Kranz bei eben. Jetzt kommen von Nico die Kanonenschläge. Jo, das war ein schöner Verpuffer auf jeden Fall. Der war richtig saftig, sehr, sehr schön. Auch nett, nicht ganz so krass wie der davor, aber auch gut. Die haben eine zu große Schwanken zu groß. Ja. Wahnsinn, ne? So, jetzt kommen die Trickpracks von Kipola. Heftig, Alter.
Hier die schwarze Fire, you went the king. Schmeiß die bloß weit weg. Ja, das hast du mir, ne? Ich will ja nicht schmeißen. Da liegt noch ein The King. Thank you.